geht das? Es ist asynchron, warum das denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich gehe mal ins LTE kurz rein, okay? Ich gehe ganz kurz. Jetzt sollte es gehen. God bless, es geht. Wenn ich jetzt in meinem Stream wäre, würde ich jetzt einen Applaus aktivieren. Applaus, Applaus, Applaus. So, meine Damen und Herren, heute wird gekocht. Vorstellungsgespräch gehabt, der läuft nicht mehr auf YouTube. Ich musste mir einen neuen Job suchen. Also ich liebe meinen Vater, ja, aber er hat ein ganz massives Problem. Wenn ich einmal sage, dass ich irgendwas gut finde, in dem Fall, dass ich viel Reis esse, holt er immer gleich das. Ich habe einmal gesagt, dass ich Cola liebe und dann hat er mir gleich so eine ganze Kiste geholt, Alter. So, wir kochen heute. Und das Ding ist, es wird etwas schwierig sein, die ganzen Dinge immer in die Kamera zu halten. Aber Reis kochen solltet ihr eigentlich alleine alles schaffen. Warte, schaffe ich zwei noch? Oh, oh mein Gott! Oh. Zählt als geschafft. So, Reis, Leute. Ganz wichtig, wenn ihr guten Reis haben möchtet, wascht die Scheiße. Nehmt euch sowas, nehmt den Reis. Und ihr könnt jetzt anfangen zu wiegen, aber echte Männer wiegen nicht. Die hauen einfach rein. Einfach nach Gefühl. Macht so nach Gefühl ein paar hundert Gramm. Macht so 300 Gramm jetzt. Was gibt's leckeres Hähnchen mit Reis, was ihr immer in meiner Story seht? Jeder will immer hören, wie ich das mache, darum mache ich. Also ihr macht Reis hier rein und dann bedeckt es einfach mit Wasser, am besten kaltem Wasser. So, dann geht ihr einmal mit der Hand so durch, dass es sich so auflöst. Und wenn ihr dann genau schaut, da seht ihr das? Das Wasser färbt sich und sieht so ein bisschen eklig aus. Das ist richtig so, weil das ist das, was den Reis später so ein bisschen eklig oder klebrig macht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen richtig schön geilen, lockeren Reis. Und ganz wichtig beim Kochen, Leute, ihr nehmt immer dieses Band. Wenn irgendein Freund neben euch steht, einfach immer wieder zwischendrin. Es gibt euch die Energie, die ihr braucht. Öl haben wir schon mal. Ihr braucht einen Wok am besten oder eine Pfanne. Ich nehme immer einen Wok. Aus Gusseisen, also der ist richtig, richtig schwer. Das merkt ihr vielleicht an der Art, wie ich ihn bewege. Super schwer. Dann brennt euer Essen nicht sofort an. Nehmt euch Öl, okay? No product placement, ich liebe dieses Öl hier. Aber, ganz wichtig, nicht so ein kaltgepresstes nehmen, was man so in Salate und so reinmacht. Ihr nehmt Öl, was extra zum Braten ist. Guck mal, ich habe hier noch was am Mehl. Das würde auch gehen, da steht Bratöl. Ganz wichtig, macht davon etwas in die Pfanne, nicht zu viel, je nachdem wie viel Hähnchen ihr habt. Ich habe jetzt so viel, also ganz wenig, nur den Boden bedeckt. Dann nehmt ihr euch Wasser in eine Schale. Und ihr braucht 2 bis 2,5 mal so viel Wasser, wie ihr Reis habt. Ich mach's auch nach Gefühl. So, jetzt lieber erstmal zu wenig, weil dann könnt ihr später noch ein bisschen reinmachen. Dann nehmt ihr euch Salz und salzt die Scheiße erstmal. Und zwar ordentlich. Bei Reis, guck mal, das könnte auch was Falsches sein, ne? Ihr hört nur das und seht nur das. Was guckt ihr euch gerade an? Und rührt es dann um. Und ihr könnt jetzt schon den Herd anmachen und das Wasser zum Kochen bringen. Wie, was macht er? Ich habe einfach nur meinen Reis gesalzen, beziehungsweise das Wasser. Jetzt nehmt ihr diese Schale hier und ihr könnt es auch mit dem Sieb machen. Ich mache es immer ohne, weil ich es ein bisschen unnötig finde. Es geht auch so. Und kippt das Wasser weg. Okay? Sodass nur Reis übrig bleibt. Und fertig gewaschen ist euer Reis. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ist wie bei Salat, Leute. Waschen ist essentiell. Wascht euren Reis. Sieht dann so aus. Der ist so ein bisschen nass, aber ganz wichtig, waschen, sonst seid ihr am Arsch. Jetzt nehmt ihr euren Topf mit Wasser, könnt den Reis hier reingeben. Schön mit der Hand machen, nicht mit einem Löffel oder so, weil mit einem Löffel, da braucht ihr nur ewig, an der Hand klebt es. Macht so eine Handfläche nach unten und geht richtig rein, haut den Reis rein. Und ich werde euch heute zeigen, Leute, kochen ist leicht, das könnt ihr euch jeden Tag das Essen machen, so wie ich es mir jeden verdammten Tag mache. Und auch während des Kochens schon die Sachen waschen. Das spart euch sehr viel Zeit. So, jetzt habe ich Reis drin, der gewaschen ist, mit gesalzenem Wasser. Lasst es ganz kurz aufkochen und dann nehmt ihr es auf halbe Temperatur. Also 5, 5,5, je nachdem welchen Topf ihr habt, in welchem Herd. Das, meine Damen und Herren, war der Reis. Der ist quasi schon fertig. Und jetzt, ganz wichtig für die Energie, jetzt hole ich Hähnchen. Ihr könnt auch irgendwie die Dings ändern, ihr könnt auch die Taktik ändern und so. So machen, irgendwie über den Rücken. Ich habe hier verpacktes Hähnchen, ihr könnt auch frisches nehmen. Das ist leider etwas wenig, das ist jetzt 200 Gramm. Ich nehme meistens
300 bis 400 Gramm Hähnchen. Ich esse echt viel davon, weil ich ein Problem habe, wenn ich viele Kohlenhydrate esse oder andere Sachen. Außer bei Fleisch. Bei Fleisch habe ich nie Probleme mit der Verdauung. Das ist bei mir eine Sache, die würde ich gerne ändern, aber es geht nicht. Darum esse ich sehr viel Fisch und sehr viel Hähnchen, weniger rotes Fleisch oder ganz selten rotes Fleisch. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr Hähnchen hier rausnehmt aus so einer Tüte, dann seht ihr, ist da schon so ein bisschen Wasser ausgetreten. Trocknet die Scheiße ab. Gut die Hände waschen vorher und auch nachher. Legt es auf so ein Tuch. Nehmt noch ein Tuch, trocknet das ab. Nehmt euch ein Brett und Leute, ich weiß nicht, ihr kocht vielleicht nicht so häufig. Nehmt euch ein Brett extra für Hähnchen, ein Brett extra für rotes Fleisch, ein Brett extra für Fisch und ein Brett extra für alles andere. Gemüse, Obst und sonst was. Niemals dieselben Bretter benutzen für Fleisch und Gemüse. So, ich habe ein Hähnchenbrett, ich trockne den ab. Könnt ihr ruhig grob anfassen. Stellt euch einfach vor, ihr seid gerade dabei, eure Hausaufgaben zu machen. Danach direkt Hände waschen, bevor ihr irgendwas anderes anfasst. Man weiß nie, was in dem Hähnchen dran ist, wenn man Salmonellen hat oder sonst was. Jetzt könnt ihr den Reis runterstellen, auf halbe Temperatur. Einmal umrühren, dass er unten nicht festbrennt. Wie gesagt, ungefähr zweifache Wassermenge. Okay, jetzt Leute. Nächste Anschaffung. Das habe ich von Jonscha noch geschenkt bekommen, als wir zusammen waren. Hier mal. Ein Messer. Das ist ein Damaszener Messer. Habe ich jetzt nicht geschärft, aber glaubt mir Leute, ein gutes Messer verändert euer Leben in der Küche. Weil Hähnchenfleisch schneiden mit einem Schmutzmesser ist wirklich eklig. Ich zeige euch, was ich früher benutzt habe. Da habe ich so eine Scheiße hier benutzt. Und da siehst du schon, wenn du es verbiegen willst, hier, wenn du das verbiegen willst, kommst du nicht weit. Das ist sehr, sehr geil, so ein Messer. Muss nicht direkt sowas sein, aber mein Vater hat mir eins geschenkt von Lidl. Da gab es auch günstig und das ist auch sehr gut. Holt euch ein scharfes Messer. So, jetzt, Leute, bei Hähnchenbrust habt ihr immer noch so einen Lappen dranhängen. Den schneidet ihr ab und dann könnt ihr jetzt schon ein bisschen korrigieren. Ihr habt am Hähnchenfleisch manchmal solche weißen Stellen, manche lassen das Fett dran, manche nicht. Ich nehme es weg, bearbeitet das Hähnchen, seid vorsichtig, dass ihr kein Fleisch verschwendet. Schneidet das weg, legt euch das Filet so hin, seht ihr das? Und dann schneidet einfach durch. Zack, 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 zack. Jetzt habt ihr gleich große Stücke, ungefähr so groß. Und je nachdem, das ist ganz wichtig fürs Braten, Leute, die müssen alle gleich groß sein. Wenn eins kleiner ist, dann wird es übergebraten und wenn eins zu groß ist, wird es unterbraten, wenn ihr quasi alle gleichzeitig rausnehmt. Deshalb achtet darauf, dass ihr ungefähr gleiche Stücke nehmt. Manche Streifen müsst ihr dritteln, manche müsst ihr teilen. Wenn ihr noch irgendwas findet an Fett, dann nehmt das weg. So, jetzt macht ihr eure Pfanne heiß. Viele sagen, Hähnchen erst reinlegen, wenn die Pfanne heiß ist, stimmt. Aber ich will jetzt schon mein Brett sauber machen. Darum nehmt ihr diese Stücke. Ich habe die alle gleich groß geschnitten, seht ihr? Alle gleich. Nehmt ein Stück und schmiert damit die Pfanne, dass das Öl überall hinkommt und legt die einzelnen Stücke rein. Nichts soll übereinander liegen, weil sonst wird ein Stück nicht gebraten. Ganz wenig Reste sind nur übrig geblieben. So, den Reis nicht oft umrühren. Am Anfang mache ich es immer, damit der am Boden nicht festklebt. Und bitte Leute, wenn ihr das erste Mal mit Fleisch arbeitet, wascht immer eure Hände, wenn ihr was anderes anfasst. Wascht eure Utensilien, wascht das Brett, nehmt euch die Zeit. So, Brett gewaschen. Alle, die sagen, sie haben keine Zeit zum Kochen, glaubt mir Leute, wenn ihr euch erstmal dran gewöhnt habt an ein Gericht, ihr kocht es so schnell, wirklich. Ihr kocht es schneller als die Reaktionszeiten von Amar in Fortnite, dem Rentner. Reis kocht, Fleisch ist auch drin. Ich stelle schon die Gewürze bereit fürs Fleisch. Nehmt ihr die Hitze ein bisschen runter. Also ihr könnt diesen Schwenker hier machen, das ist mit so einem schweren Topf ein bisschen schwierig, wie ihr merkt. Und den Rest einfach so drehen. Zack. Achtet darauf, dass wirklich jedes Stückchen Fleisch wirklich gedreht ist. So. Und jetzt, wo ihr es gedreht habt, lasst es noch an. Salzt. Das Hähnchen muss ordentlich gesalzen werden. Dann habe ich hier ein Gewürz aus der Türkei. Das ist getrocknete Paprika, die dann klein gemacht wird. Die ist ein bisschen scharf, aber auch ein bisschen süß, also hat einen Eigengeschmack. Die gebt ihr rein. Dann Paprika edelsüß, eins meiner Lieblingsgewürze. Davon nicht zu wenig. Haut das rein, die Klumpen sind kein Problem. Dann habe ich hier irgendwelche Kräuter, italienische Kräuter heißt es. Macht mal bitte die Augen zu und hört nur hin. Das ist so dumm, Digga. Alles, was ihr anfasst, ist so schlecht. Unfassbar, wirklich. Hast du solche Folgen? Mann, ich hab so Hunger gerade. Kann nicht mehr warten. Schau mal, Twitch, eine echte Granate bannt mich. Guck mal. Granate.
jetzt ist fällig in die Pfanne. Aus Eis! Geil, oder? So, machen wir eine neue Grenade. Grenade! Nein, sie läuft aus. Nein. Warum läuft sie aus? Bitte lauf nicht mehr aus, okay? Okay, denn ich werde nicht mehr auslaufen. Bum, bum. Ja, brave Granate. Ja, Jan, ja. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Granate. Die Kunst beim Hähnchen ist wirklich nicht überbraten. Guck mal, wie es jetzt aussieht. Seht ihr das? Richtig schön goldbraun. Was ihr macht, ist, ihr nehmt das fetteste Stück, aka Trimax, und geht dann mit so einer Kochkelle, mit so einem Holzlöffel durch und schaut euch das Hähnchen von innen an. Und wenn ihr nichts Rosanes mehr seht, sondern alles durchgehend weiß ist und faserig, dann ist das Hähnchen fertig. Und wirklich Fehler Nummer 1 bei Hähnchen, den die meisten Leute machen, ist, ihn zu überbraten und dann wird er trocken und eklig. Ihr dürft keine Angst davor haben, das so früh wie möglich wegzunehmen. So, jetzt hier. Woo! Okay, Hähnchen, fertig. Reis ist spät gemacht, ich fick mein Leben. So, wir müssen jetzt das Hähnchen zur Seite nehmen. Den Reis könnt ihr runternehmen. Das Wichtige bei Reis ist wirklich stufenweise. Wenn er auf 5 ist, nehmt ihr ein paar Minuten später auf 3. Wenn ihr seht, er wird langsam immer trockener, dann auf 2, dann auf 1, immer weiter runter. Aber kocht den jetzt nicht auf 9 oder so. Ihr könnt auch einen Reiskocher benutzen, aber ich bin nicht so Fan davon. Ich habe früher sehr lange einen Reiskocher benutzt. Man macht dann einen Reis rein. Macht den Reis rein, Wasser, drückt den Knopf und geht zocken. Kommt irgendwann wieder von alleine ausgegangen. Fertiger Reis. Ist schon geil. Hat schon was. So, jetzt probieren wir einmal den Reis schon mal. Fehlt Salz, aber lieber zu wenig als zu viel. Schön gesalzen, noch einmal umrühren. Und jetzt nochmal für die Energie. Ohne Witz, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Da gibt es keine anderen Meinungen. Es gibt keine andere Meinung. Cola Zero aus der 0,3 Milliliter Glasflasche, eiskalt. Auf 3 Grad runtergekühlt. Beste Cola. Ist mir egal, was jemand anderes sagt. Ihr habt alle keine Ahnung. Und wenn irgendjemand ankommt mit Pepsi oder so, da habt ihr eh keinen Plan. Das sind dann Leute, die essen so Ananas auf Pizza. Braucht ihr gar nicht mehr diskutieren mit solchen Menschen. Und jetzt machen wir eine Soße. Die geht ultra schnell, wenn ihr keine Zeit habt, Leute. Dann macht folgende Soße. Man nehme einen fetten Kopf. Man nehme Mayonnaise. Man nehme Tomatenmark. Man nehme Gewürze wie dieses Pulver hier, was wir selbst gemacht haben. Und Salz. Man nehme eine Schale. Am besten aus Gold, damit ihr den Leuten auch zeigt, dass ihr nicht arm seid. Weil arm sein ist ein bisschen cringe, Brudi. Ihr nehmt Mayonnaise, macht so viel rein, wie ihr ungefähr an Soße, später an Masse braucht. So. Dann nehmt ihr Tomatenmark. Und ich schwöre, wenn irgendein Olli den Tomatenmark, Tomatenmark-Witz bringt, dann raus aus meinem Chat. Macht ungefähr so ein, ja, so ein Fünftel davon auch noch rein. So. Dann nehmt ihr etwas Salz. Dann nehmt ihr etwas Gewürze, macht den Reis nochmal runter, der hat jetzt genug auf 5 gemacht, jetzt mache ich den auf 4. Ihr nehmt einen kleinen Löffel, ungefähr in der Größe von Chris Penis. Rührt das hier um. Schlagt die Scheiße. Stellt euch einfach vor, es wäre eure Freundin. Und zack, meine Freunde, ihr werdet erstaunt sein. Ihr habt gesehen, was ich gerade reingemacht habe, ne? Ihr werdet erstaunt sein. Zack, ist fertig eine Cocktailsoße. Guck mal, wie geil die aussieht. Wenn ihr eine schnelle Soße braucht, was ich noch reinmachen würde, was ich aber nicht da habe, ist Zitrone. Aber ich bin nicht sauer genug. Und ein bisschen Öl. Aber das richtige Öl habe ich gerade nicht da. Also spielt ein bisschen rum. Essig, Zitrone, Öl, Salz, Gewürze. Es gibt keine Regeln beim Kochen. Haltet euch nicht an die Regeln, nur die Grundregeln. Wie brät man Fleisch? Auf welcher Hitze beginnt man? Wie kocht man Reis? Sowas braucht ihr. Aber den Rest nicht. Der Rest ist Freestyle. Wie das Lebenskonzept von Chris. Der steht morgens auf, weiß nicht, was er macht und ist lost. Und wirklich. Ich habe gerade Cocktailsoße gesagt. Der Cocktailsoße auf einen Döner packt. Du wirst gebannt. Ich nehme Cocktailsoße auf meinen Döner, nur ohne Tail. So, jetzt probieren wir den Reis. So, ihr nehmt jetzt diesen Reis, packt ihn auf den Teller. Dann nehmt ihr das Hähnchen direkt aus der Pfanne rein.
So, jetzt haben wir dieses Gericht hier. Seht ihr? Jetzt nehmt ihr die Soße. Ihr könntet jetzt noch nach Belieben Salat reinhauen, Tomaten reinhauen, Paprika reinhauen, reinonanieren, wenn ihr draufsteht. Und dann rührt ihr es schön um. So, meine Damen und Herren, fertig ist mein Gericht. Das ist Reis mit Hähnchen und einer Soße. Relativ simpel. Normalerweise habe ich Zucchini und Pilz noch drin und mische so Salat rein. Und manchmal drehe ich das noch in den Wrap rein. Dann habe ich quasi so eine Art Burrito. Sehr geil, sehr gute Nährwerte. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr, sehr lecker. Und wenn das Hähnchen gut gebraten ist und schön weich gebraten ist, glaubt mir, Leute, es ist 10 von 10 Essen. Ich würde euch am liebsten dieses Essen hier zeigen. Also wie es schmeckt. Mmh.